Bill Gates und andere Wissenschaftler auf dem Holzweg. Wie das? Hallo ihr Lieben, freut mich, dass wir wieder gemeinsam ein Video machen. In ein paar Minuten bin ich überzeugt, dass auch ihr verstehen werdet, wieso die alle auf dem Holzweg sind. Es ist eigentlich ganz einfach. Gebt einmal ein Doppelspaltversuch. Vor 100 Jahren hat uns die Quantenphysik einen Weg eingeläutet, dass sie gezeigt hat, du, wie scheint ist die Materie relativ? Wie scheint gibt es da etwas, eine Energie, das Bewusstsein, was die Materie lenkt und sogar beeinflussen kann. Das fällt den aufmerksamen Beobachtern, zum Beispiel älteren Ärzten, auf. Deswegen werden ältere Ärzte zurückhaltender bei ihren Therapieempfehlungen, weil sie merken, hoppala, dieses kleine Lego-Bausteinchen-Bild, was uns eigentlich hier die Medizin zum Beispiel vermittelt hat, irgendwas stimmt da nicht. Und ja, wir haben in der Medizin und auch in anderen Wissenschaftsbereichen wahnsinnig viele Belege dafür, dass zuerst der Geist, das Bewusstsein, egal wie ihr das nennen wollt, da ist und das hier steuert die Materie. Da gibt es zum Beispiel Menschen, die wurden obduziert zufällig und hatten überhaupt kein Hirn und waren aber im Alltag gar nicht behindert. Es gab Menschen, Schlagwort Nonnenstudie, wo man Menschen nach dem Tod untersucht hat und dann sagt, Jesus, man, die hat ja ein Hirn, das ist ja völlig vom Alzheimer zerfressen. Hatte aber während ihren Lebzeiten keine Krankheitssymptome. Die ganzen Placebo-Versuche bauen auf dem auf, dass man Menschen, weil sie glaubten, sie bekommen Morphin, konnte man mit Kochsalz operieren und sie hatten keine Schmerzen. Wir haben aus der Medizin zigtausende Belege, dass wie es scheint, zuerst unser Bewusstsein da ist und die Materie sich diesem anpasst. Aber diese Anpassung und diese Prozesse sind wahnsinnig subtil. Man muss genau hinschauen. Und meistens in jungen Jahren schaut man nicht so genau hin, weil da ist man begeistert vom materiellen Dasein. Ja, man schafft eine Prüfung nach der anderen, man baut sich eine kleine Ordi auf eine große Ordi, man wird ein berühmter Arzt. Und das sind alles so Verlockungen, die bewirken, dass man nicht so genau ins Detail geht. Und erst wenn man älter ist, wenn man offen bleibt im Geist, wenn man sich nicht dem Diktat des Geldes beugt, dann fallen einem Regelmäßigkeiten auf, wo man sieht, irgendwas stimmt an dieser Lego-Teilchen-Welt nicht. Und jetzt werdet ihr schon langsam verstehen, wieso diese Irrfahrt von einem Herrn Bill Gates mit seinen Massenimpfungen völlig für die Fische ist. Ich möchte euch das so illustrieren mit einer schiefen Ebene und jetzt müsst ihr euch noch vorstellen, ich habe kein Auto, aber dieser Pinsel ist ein Auto und es bewegt sich die schiefe Ebene entlang runter. Und dieses Auto hat zwar einen Motor, aber der Motor treibt das Auto nicht an, sondern der Motor wird durch die Räder angetrieben und da bewegen sich Zahnräder und alles passiert. Bisher haben wir uns immer dem Motor gewidmet, haben einen Teil rausgenommen, haben dann gemerkt, das Auto ruckelt, ja, und haben dann gesagt, ah, der Teil muss dafür sein. Merkten aber dann, wenn wir den Teil genauer untersuchten, dass uns die Untersuchungsergebnisse zwischen den Fingern begannen wegzufließen. Und irgendwann realisierten wir, und das war circa vor 100 Jahren, hoppala, ja, ja, da ist ein Auto und das rollt und die Teile da drinnen bewegen sich, aber die treibende Kraft ist eigentlich diese schiefe Ebene. Und diese schiefe Ebene, das ist unser Bewusstsein. Und jetzt versteht ihr schon langsam, worauf ich hinaus will. Es hat keinen Sinn, im Auto irgendwelche Teile zu verändern, wenn das Bewusstsein nicht so weit ist. Ja, wir werden eine oder wir haben eine Übergangsphase, auch in der Medizin. Man wird Menschen zum Beispiel, der sich einen Haxen bricht, nicht irgendwas, wenn er auf der Straße liegt und jammert, nicht irgendwas erzählen vom spirituellen Bewusstsein und, sondern man wird ihm einen Gips machen, weil ihm das in dem Moment, in seiner Situation am besten hilft. Ich versuche das immer umzulegen mit einer Baustelle. Wenn ich ein Haus baue, dann brauche ich nicht die quantenphysikalischen Gleichungen und Modelle. Es reichen newtonische Modelle völlig aus. Zentimeter, Meter, Gewicht, Hebelarm, ich kann damit super ein Haus bauen. Wenn ich aber mich navigieren lassen möchte mit dem Auto, Schlagwort Satellitennavigation, komme ich mit den newtonischen Gleichungen nicht mehr aus. Ich muss auf andere Modelle ausweichen. Und genau das erleben wir jetzt in der Medizin. Die Medizin sollte beginnen,
diesen Umstand, den wir vor 100 Jahren entdeckt haben, dass das Bewusstsein es ist, was es steuert, dass das Bewusstsein die Materie verändert, dem sollte sie beginnen, Rechnung zu tragen. Durch solche Aktionen, dass man einen wahnsinnigen Programmierer, der glaubt, wir sind alles Antivirenprogramme und man muss uns also behandeln wie eine Computersoftware, wenn man solchen Programmierer unterstützt, was unsere Ärztekammern, was die ganzen gesundheitspolitischen Systeme bisher gemacht haben, dann katapultiert man uns eigentlich wieder zurück ins Mittelalter. Denn diese ganzen Impfungen, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das geht eigentlich auf Napoleon zurück. Der war einer der Ersten, der eine Impfpflicht eingeführt hat. Aber damals war es noch ein bisschen unter einem anderen Aspekt, nämlich damals sagte man, jeder, der die Impfung überlebt, der ist tough und fit und der soll sozusagen ins Heer oder der ist auserkoren, hier sozusagen wichtige Aufgaben zu übernehmen. Da galten die Pockennarben noch als so richtig etwas Tolles. Das heißt, die Impfung war eigentlich zuerst nicht etwas, damit man die Menschen vor etwas schützt, sondern das galt als Auslese für Schwache und Starke. Und Napoleon hat das, weil er das gesehen hat in Eurasien, hat er das dann aufgenommen und hat das hier in Europa eine Zwangsimpfpflicht umgesetzt. Und der Wort Schutzimpfung, das Wort Schützen kommt daher, weil man gemerkt hat, dass viele, viele Menschen starben bei diesen Impfungen und die Leute waren natürlich aufgebracht und gingen auf die Straße und die Eliten damals, die gingen unter das Volk, die Beamten und sie sagten immer, du, das machen wir, weil es euch schützen soll, das soll euch schützen. Und so entstand dann der Name Schutzimpfung. Das heißt, wenn man sich damit ein bisschen geschichtlich auseinandersetzt, was hier jetzt eigentlich passiert, dass wir vor 100 Jahren gemerkt haben, hoppala, das Bewusstsein ist sozusagen das Wichtige, nicht ein Erreger oder nicht irgendeine Substanz, sondern wie bin ich in meiner Mitte? Und das wäre natürlich noch ausbaubar. Wenn wir das nicht berücksichtigen, sondern uns wieder reduzieren lassen auf irgendwelche Stoffe, dann ist das eigentlich ein Rückschritt in der Menschheit. Und jetzt wisst ihr, wieso ein Herr Bill Gates und diese ganzen Wissenschaftler auf dem Holzweg sind. Viele davon sind schon so in ihrem Hirnwichsen so beschäftigt, dass sie nicht einmal mehr wissen, dass sie auf dem Holzweg sind. Einige machen es nur um des Profites willen. Ein Herr Bill Gates zum Beispiel, der kommt aus einer klassischen Eugenik-Dynastie. Sein Papa, Schlagwort Planned Parenthood, gibt es einmal auf Corona-Datencheck Bill Gates ein und ihr werdet dort viele Videos finden, viele Informationsvideos, die den Background von einem Bill Gates ein bisschen beleuchten und dann wird auch klar, wieso er solche wahnsinnigen Ideen hat. Ich hoffe, ihr versteht es jetzt ein bisschen besser, wieso dieses ganze Substanzsuchen und Lego-Steinchen-Denken eigentlich für die Fische ist, denn wir sollten, die Medizin von morgen sollte in Richtung Bewusstsein gehen. In diesem Sinne, alles Liebe.